Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo, ich wechsle mal den Traktor, ne? Jetzt bin ich ja nicht mehr an Stallen hängen. Was schnappst du denn den Unitrack? Ja. Oh. Dann sehen wir das Teil. Dafür habe ich ihn ja gekauft. Ja. Oh, der hat auch einen ganz anderen Sound. Ja. Schön ist ja, dass auch zwei Traktoren schmutzig machen. Ah. Jetzt mal, haben wir den Keller oder haben wir keinen? Warte, ich guck nach. Nee, passt schon. Garage. Nimm mir nicht auf. Wir haben keinen Käfer. Oh nein. Dieses Problem beseitige ich. Okay, gut. Was heißt ich denn? Zum Wasser. Zum Wasserfass. Wasserfass? Warte mal. Ja, ich würde ja sagen, hier vorne irgendwo, weil die Zapfsäule. Diese Elektrozapfsäule hier auch ist. Die wollen wir eigentlich überhaupt nicht. Hoppala, 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 hoppala. Nein, Leute, ich habe nicht getan. Aber wir haben halt hier das Wasser. Was ist. Was. Welches ja. Kabel. Ich würde hier beim Wasser machen, weil. Ja, dann platzieren wir hier hin. Siehst du mich eigentlich? Ja, ne? Ich bin auf der anderen Seite vom Fass, aber egal. Oder. Jetzt stehe ich bei. Hallo, jetzt bin ich bei dir. Mann. Kommt er? Kommt er? Oh, da ist er. Oh ja, dieses Geräusch, ich hab's vermisst. 4500, leck mich am Arsch. Heilige Scheiße, ist das teuer. Ist das ein Warmwasserreiniger? Kochwasserreiniger-Dingens? Ja. Er ist ein dickes Teil. Ja. Na gut. Aber kostet das Ding gleich 4500? Du, 4000 ist übertrieben, ne? Habe ich mir doch gedacht. Oder wobei, wie viel er echt kosten würde, doch, da fragst du den Falschen. Ich will es wissen, ich bin gerade. Wie viel kostet ein Kercher Warmwasserreiniger? Du musst schon die Nummer suchen. Ah, Kercher beheizt. Also ich habe hier einen gefunden für 4458, 3600, 3000, 4000. Warte mal, ich such mal auf, Alter. 2000 ist noch ein Alter. Also, okay, es geht eigentlich sehen, also es geht bis zu 4000 Euro wieder, das ist schon realistisch. Kercher. Was das Ding kostet? HDS. So. Ah, der Kercher ist halt einfach wichtig. Wir können minus unsere Fahrzeuge 4 nicht schützen lassen, das bin ich. Minus 4M. Ah, nee. Da habe ich ihn. Heilige Scheiße. Hm. 4300 ist das billigste, was ich jetzt gerade gefunden habe. Okay. Also ihr seht, also die Preise sind realistisch. Weil sie nichts überteuert. 5000! Ja gut. Ui, hier gibt's auch einen für 2,5. Ha, alles schaut billig aus. Na gut. Jetzt noch gebraucht hier für 1000 Euro. Ja. Du. Guten Kercher. Ist teurer als wir dachten. Ja. Aber im Prinzip. Ist der Helfer drin? Es ist schon wieder der Helfer rein. Hast du irgendwo eine Doppelbelegung? So, ich weiß. Also wer sich fragt, wer spielt mit Controller, das will ich schon. Da kann es gut sein, dass ich eine Doppelbelegung habe, ja. Ja. Weil so viele belegbare Taschen wie Flummel seine Seitenkonsole von LS Seitenkonsolen. Ja. Hashtag Werbung. Habe ich nicht. Warte, warte, Moment. Ja, ich warte. Ja, dann muss ich es nicht kennzeichnen. Passt. Wunderbar. Richtig sad life. Oh Mann. Nee, nee, nee. Ach ja, ach ja. Oh Mann, das traurige Smiley. Der hat sein müssen. Ja. Der hat das traurige Smiley und wir lachen. Das passt auch schön. Nicht zusammen. Ja, gut. Ja, ich zieh hoch. Blinken, du schaffst es.
Schranke nochmal hoch. Und dann geht's an die Bahn und ich fange oben an. Schön, dass ich auch das Ende vom Ding halt hier drin nicht sehe. Hm. Was ich im Abbey gesehen habe. Vom Schneidwerk. Ich muss es wirklich ausnutzen, ich fand auch. Oh Mann, oh. Der wechselt doch wieder. Nee, jetzt bleibe ich bei dem. Boah, ich kann mit dem sogar 15 fahren. Er hat auch noch ein bisschen mehr PS, glaube ich, ne? 22. Na gut. Das macht dann schon ein bisschen was her, ne? Auf der Ebenenfläche 22. Alter, ich hab da doch gar nicht das Hintergrund, das ist ja richtig schön, ey. Oh. Wir haben so ein, weiß nicht, dieses, warte, sieht man auf das Karte? Wo hinter? Das ist so ein See. Genau. Richtung, Nord, well, Nordwest. Ist auf jeden Fall ein See hinten. Ohne Seife, da, ach, beim Bahnhof oben, bei der Scheune. Fiendler auch. Da, Fiendler? Heilige Kacke, ist der weit weg. Ja, gut. Das heißt, wenn wir da mal ein paar Tiere holen wollen, wird auf jeden Fall entweder der Unitral, ja. Ja, komm. Ich komm hier nicht hoch. Oh. Jetzt hast du schon mehr PS und kommst nicht hoch? Du, kann doch nicht sein. Ist vorbei. So, ich komm. Mit ein paar PS, ein PS. Ein PS. Ich glaube, dann würde er nicht mal, dann würde wenn ich das einschalten. Ein KMH hochgräbert. War bei mir vorhin auch so beim Schwan, also all gut. Alter, der Lindfrag ist halt nur so komplett sauber und der Schwan ist so komplett dreckig. Da stimmt irgendwas nicht. Sorry, dass ich sagen muss, aber da stimmt was nicht. Ja. Was hast du falsch gemacht? Keine Ahnung. Also bei mir ist es auch so, aber bei mir liegt es wahrscheinlich darin, dass ich gerade gewechselt habe. Ja. Oh nein, die, oder? Ja, ne, das glänzt nur. Ich dachte mir schon, da geht schon Farbe vom Schutzblick ab. Muss ich ein bisschen die Bahn mitnehmen. Mir ist es vorbei. Schafft das nicht, oder? Die Reifen wollen. Komm, schieb! Ja! Die gute alte LS-Physik ausgetrickst. Mehr bergauf, mehr bergab, mehr bergauf, mehr bergab. Hast du schon alles mitgekriegt mit zum Gehen? Ja. Okay, danke. Ich bin mit 1 km/h trotzdem, zwar trotzdem bloß mit 1 km/h gefahren, aber ich habe alles mitbekommen. Also 1 km/h ist 1 km/h. Ja. Immerhin, du das hast das wird Spaß für dich, ne? Hm? Der, wo ich gerade gemäht habe. Da geht's, glaube ich, fast senkrecht hoch. Oh. Ich glaube, ich wenn ich schwarz dann da nicht, ne? Oh Mann. So, dann wir immer die vorderen Teile hier. Aber ich muss sagen, im Schwaden, es geht voran. Vielleicht sind's anders da wäre. Ja. Das wäre nicht ganz so optimal. Ich hänge am Baum. Das soll dann natürlich auch nicht passieren. Einmal gedreht. Alles macht schon einen krassen Unterschied der Allradlenkung oder nicht. Ja, beim Schwaden ist das angenehm. Eieiei. Auch nicht so stark lenken. Schon passiert das, was eigentlich nicht passieren sollte, mal das was liegen. Schön, dass ich gerade eben auch voll den kurzen Radstand hatte und dadurch schöne Wendekreise, das ist eine längere. Ja. Also der AEB hat zu Hause die Vorteile. Das ist halt bei der Leistung. Ja. Also wenn er breiter wäre, glaube ich, wäre es, also ein bisschen breiter. Ich glaube dann würden so 10, 20 PS schon rauskommen noch. Dann noch ein bisschen Tuning auf 150, dann geht das schon ab, der Teil.
Es raucht zwar da ein bisschen, aber scheiß drauf. Wenn wir uns geht, noch... gibt ja in der Schweiz nichts. Ja. Glaube ich zumindest. Also, ich weiß nicht, wie es da abläuft, aber... Nee, warte mal. Laut meinem Stand gibt es da nicht sowas wie Greta. Ich glaube auch nicht. Wobei, ich glaube, die ist schon wieder ja, in den Hintergrund gerückt. Also, ich habe schon lange nichts mehr von der gehört. Ja, ich auch. Aber... Gerade... Das soll jetzt keine Kritik an die Österreicher sein. Oder Schweizer. Oder Schweizer. Habe ich Österreicher gesagt. Zuerst hat Schweizer gesagt, dann ging es auf Österreicher vorhin gerade. Und Boah, ich habe natürlich die Schweizer gemeint. Ich hock auf, ne? Ich rutsch gerade in die Straße. Oh nein. Oh nein. Okay, doch nicht. Ich muss. Ist Thema Corona in der Schweiz eigentlich auch so stark? Ja. Okay. Ich ich komm halt hier nicht hoch, ne? Also ich höre hauptsächlich immer halt Deutschland und Österreich halt wegen. Aber Schweiz hab ich tatsächlich noch gar nicht so krass gehört. Ich hab hier alles aus, ne? Heieiei. Mit 2 km/h. So, da haben wir hinten noch ein Stückchen. Ah doch, hier. Ganz kurz gucken müssen, wo der noch was liegt. Zack. Nötfertig. Ist nicht fertig. Bist du noch nicht fertig mit Schwaben? Aber ich hab gerade getrunken, warte, fast. Vorne habe ich alles. Schade, ich wollte wenden. Ich muss mich ranhalten. Keine Spielereien mehr. Jetzt zieh doch endlich mal. Mann. Gerade habe ich dich gelobt. Aber alles gut, du darfst schon wenden. Ich habe schon mal gewendet, dann darfst du auch. Ja. Das ist ja unfair. Ich habe alle Wiesen gemäht. Flo wurde alle Wiesen Schwaben. Ich darf noch zusätzlich wenden. Ist fair. Passt. Ich muss sagen, ich habe nichts dagegen. Ja, ja, eigentlich auch nicht, aber ich mag den Bührer von. Der Bührer ist halt schon geil, ne? Muss man einfach sagen. Das erinnert mich halt einfach... 15er. 15er und... Laptop von meinem Opa. Ja, ich habe den bei meinem Opa damals auf dem Laptop gespielt. Als ich so ein kleiner Bubi war. Mit 6 oder sowas. War ich 3 Jahre LS-Bubi? Nein, ich war 6. Oder vielleicht doch bis 5. Egal. Irgendwie so weit um die 3. Ja, genau. Und da habe ich dann schon LS gespielt. Ja. Da war ich einer von den coolen. Ja. Und heute jetzt mal aus dem Zettel. Nee, war Spaß. Nee, nee. Nein, der ist doch wie ich. Es gibt immer die LS-Community. So. Ja, okay, das man könnte es fast meinen, ne? Weil LS in der Schule bei uns. Ja. Bei lauter Stadtkindern wird nicht so gern gesehen. Beziehungsweise kennen es halt einfach so schnell als nicht. Ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, ja. An alle Stadtkinder da draußen, Grüße gehen und euch raus. Ihr habt verkackt, was? Nein, nicht die! Och man, ich meine die, die vor LS kennen! Und so. Och man! Ich dachte, du hast den Gegenteil gemeint. Ich bin übrigens... Nein! Oh, scheiße, warte. Ich bin übrigens fertig. Ich kann ihn gleich offen lassen. Ich kann ihn zusammenklappen. Ich kann das geht nicht. Sorry Jungs, ich muss kurz auf die Straße. Mit aufgeklappten Schwad. Ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft, aber gut. Bin hier. So. Ah ne, warte mal, das braucht ja einmal wenden. So, warte. Ich muss nicht. Ja. Ah, hier ist das. Ah. Ladewagen. Haben wir da schon einen? Nee, ne? Welchen wollen wir nehmen? Den Europost, oder was? Ayu?
Warte mal. Ich bin schon noch da, alles gut. Ich bin bloß gerade am Reden mit jemandem. Okay, gut. Welchen wollen wir nehmen? Wollen wir den Pöttinger Europass nehmen? Ladewagen technisch. Also können wir uns nicht leisten, also zu kaufen, weil der kostet 45k, aber mieten können wir uns. Ich hab ein bisschen Schlange, die so reingefahren. Egal, gut. Also sollen wir Kredit aufnehmen oder uns den mieten? Was? Den Pöttinger Europass. Ladewagen. Ich werde kaufen, ehrlich gesagt. Okay, dann nehmen wir ein bisschen Kredit auf. Weil, wenn man 10 Mal die Taschen auch mit Kredit gekauft, also. Ja, so passt's. Ja, wie viel haben wir jetzt? Warte mal, wir machen unser Ziel, okay? Ja. Haben wir über 100.000 Euro Kredit? Wir haben 75.000, das geht eigentlich noch. Okay, unser Ziel wird keine 100.000 Euro Kredit. Ja. So, ich kann, Alter, Lenkung sieht aus, wunderbar. So, Rundum leuchten auch aus und dann heißt es runter zum Händler. Da können wir nämlich schon ein bisschen anfangen, ein bisschen Gras einfahren. Und dann später auch Heu. Wie ist jetzt hier hoch? Ah, ne, warte mal. Wir haben ein Problemchen. Das wäre. Wir haben kein, soweit ich weiß, kein Lager, wo wir Heu reinpacken können. Wir haben das Steelsheet oder wie es heißt. Ja, aber. Können wir nur machen, wenn wir Ballen machen. Oder wollen wir es reinkippen? Ah, ich weiß ja nicht mehr. So. Mal kurz trinken. Ah, wir haben einen Hänger hier oben stehen. Oh. Leute, trinken ist wichtig. Ja, warte, ich trinke mit. Bist du schön. Prost. Ach, herrlich, du. So. Dann hängen wir mal auch noch irgendwann abholen. Und 5 Uhr steht immer noch sowas. Herrlich, herrlich. So. Oh. So, waschi, waschi, biparachi. So. Gute Party, der Kreisverkehr reinfahrt. Ey, ich sehe schon kommen, der irgendwann wird von mir ein Meme auf YouTube sein. Waschi, waschi, waschi. Oder von dir. Oh nein. Ja, stimmt, ich hab's jetzt auch gesagt, ne? Oh Mann. Warum bringe ich die so Leute immer auf solche Ideen, ne? Das stimmt, bis dato hat es eigentlich keiner gewusst, dass er ein Meme machen soll. Na gut. Egal, mach keine Meme. Egal. Mach keine Meme, verstehe aber was. Ja, 53 ist schon krass. Was? Der Link. Was 53? km/h. Für den Link, ne. Ist schon nicht schlecht. So, warte. Steht den an oder aus? Hm? Steht denn ein oder aus? Nee, ich meine, wenn der normal auf der Straße fährt. Oh oh. Ja. Meiner fährt 52. Linken, da kacken ich ab. Ah. So, Alter drin, da geht die Sache. Ich hab ne Frage, Flo, ne? Ja. Wenn wir uns den anderen noch zusätzlich kaufen. Den anderen? Dann. Also den anderen wenn Spader. Oh, nee, nicht Spader. Ladewagen, ne? Für den Lindrock. Den anderen Lindrock, hey, gell? Und dann hinten dran noch den Euroboss. Oh, Alter. Wie viel Prozent schaffen wir dann rein? 30.000 wieder? Oder ein bisschen mehr, irgendwie sowas. Weil der Aufsatz ist, glaube ich, 12.000 Liter, 12 Kubik Platz. Und den, wo ich jetzt dran habe, hat glaube ich 20, 22, irgend sowas. Irgendwas um den Dreh auf jeden Fall. Oh, herrlich, der. Ich wollte gerade Bübner sagen. Shame on me. Der Bührer. Oh, herrlich, mit seinen 35 km/h Freiluft. Oh. Schön beim Wenden. Richtig geil. Herrlich, du. Oh, lenken. So, hier können ja die Eier wieder aufmachen. Aufklappen lassen, so. Ich muss ja halt auch auf die Kupplung kriegen zum Bremsen, ne? Jo. Wo ist denn bei dem die Bremse? Ist der stufenlos?
glaube nicht. Ja, das war schon nicht schlecht, ne? Ich sehe halt bloß Gas, ich sehe halt bloß zwei Pedale, ne? Und ein Ganghebel. Da war irgendwie. Wo ist die Bremse hin? Ja. Drück mal auf die Bremse, wo drückt er dann drauf? Ach du! Ich hab sie. Ganz versteckt, oder was? Die siehst du, die sie. Ah doch, die sieht man sogar. Die ist halt so am Boden dran und so grün, dass du dich fast nicht siehst. Ja, ist ein bisschen problematisch, wenn man am Hang steht und bremsen will und man findet die Bremse nicht. Könnte zu Problemen führen. Aber Rückwärtsgang reingeknallt. Oh. Handbremse rein. Ich bin voll. Ja. Oh, der geht richtig ab, du. Ai, 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 ai. Alter. Jo, was ist das für ein krasser Unterschied? Innensicht? Außensicht. Warum? Was ist das von, für ein Unterschied? Von der. Ich weiß nicht, ob das nur beim Hinten so ist. Oder beim Lindtrack. Von der Farbe her, wenn man draußen ist, ist alles eigentlich relativ schön knallig, also schön saftig. Wenn man innen drin ist, ist alles richtig bleich. Ich weiß nicht, ob das so soll. Bei Büro ist es nicht so. Okay. Ja, gut. So, dann haben wir den Thermomann mal runter. Auf. Hat der Büro. Einmal rausgetappt, hat der Büro rund umleucht. Nee, hat er nicht. Dann haben wir da mal ohne schöne Grasi mal rein. Ich glaube, wir können auch immer ein bisschen schneller fahren. 10 km schon angenehm. 19 sogar. 19 heu! Ah, 7 km passt. Wunderbar. Oh, unser erstes Silage, ja, Silage, genau. Unser erstes Gras liegt im Silo. Ja! Herrlich, du. Ich freue mich. Muss mich doch. Ah, Junge. Doch, ich auch. Wie holprig ist denn unser Hof, bitte? Du, ich hab den nicht gemacht, ne? Ich auch nicht. Der war standardmäßig so gebaut. Wo war ich denn jetzt? Ich hab das nicht mit. Ai. Hat der Führer Allrad? Ja, ne? Ja. Er hat auf jeden Fall eine Kardanwelle, die nach vorne geht. Also würde ich mal vermuten, Sorge hat. So, Innensicht. Ich sehe die Bahn halt. Ich kann Teil nicht mitwenden, ne? Also. Wir haben gerade 3 Euro Lohnzahlungen von den Helfereinsätzen gezahlt. Ey, der hat halt nur gearbeitet, ne? Ja, nur 3 Euro, ey. Nur fürs Ein- und Aussteigen. Oh Mann. Das Reinsetzen und wieder rausschmeißen. Alter, ich fahre bis zur Außenansicht, ich sehe die Schwartwahl kaum, ne? So schlimm bei dir. Tja, also. Ich weiß nicht, ob das dann mal irgendwo noch gefixt wird. Aber da schon, also, ja. Oder ist das vielleicht eine Einstellungssache von dir? Nee, weil, kann ich ja sagen, Wärme von den Golden Games hat er jetzt gleich auch. Also, sobald man in die Innenansicht vom Lindner reingeht, also vom Lindtrakt, dass sein Außen oder das Außere alles hell wird. Der sagt es noch, was war beim Wärme? Also, ja, was war mit dem? Der hat ja auch den Lindtrakt. Ja. Ja, und bei dem war es auch so, also. Es liegt doch nicht an mir. Oh, komm hin. So. Also, es geht schon gut was runter, ich sag mal, muss man schon sagen. Bremse. Oh Gott. Ei. Zack. Bigabo, wir sind unsere Buschen hier umgefahren. Ah, nee, du. Alter, da drin. Sonst kommen wir da. Wir würden so hochkommen an ein paar Komplikationen. Zieh schon hoch, mein Junge. Du schaffst es. Bisschen Lindner. Soll ich mir einen Bührerverpackung in der Stange? Der hat lange. Haben wir die Stange drauf? Ich glaub's nicht. Nee, haben wir glaube ich nicht. Wir müssen runter und die harte lange mit drauf nehmen. Nein. Ich. Aber gut. Du wirst darauf aufgebaut, ne? Bremst doch! Eieiei. Na, der Bürger bremst ihn auch, oder? So. Bin gleich wieder voll, ne? Ach nee, das ist Gas! Oh nee. Dieses
kleine Eisenteil, das ist Gas, ja moin. Dann ist die Bremse doch woanders. Dann ist die Bremse schwarz. Eier, schaut aus wie Gaspedal. Stell mal vor, du gehst die ganze Zeit auf die Bremse und denkst, warum fahrt ihr nicht? Ja gut. Das, oder wenn ich so bremse, bist du aufs Gaspedal. Hm. Das wäre so typisch, das wäre so typisch nicht. Hast du gerade die Red Bull Dose in der Hand? Ich? Ja. Nee. Hat sie jetzt gerade angewöhnt, eine Red Bull Dose? Jetzt habe ich sie in der Hand. Aha. Gib mir am Lauf, der Typ. Nein, Spaß. Er weiß, wie ich es meine. Ja, ich glaube, das wissen alle. Ja. Oh, ich mag die Büre im Sommer. Da ist noch oben voll die freie Fahrt. Also du siehst schon echt rundum. Ja. Also das eine bessere schön. Rundumsicht gibt es nicht. Nee, ich war doch hier irgendwo nicht. Weil der hat dann nicht mal einen Überrollbügel, ne? Also denn wenn du umschmeißt... Dann war's es. Zwar nicht unbedingt, aber... Dann hast du das Leben an dir vorbeiziehen sehen. Ja. So, machen wir wieder an und runter dort hin. Aber ich finde die Wahlkombi. Die Wahlkombi? Die Farbkombi vom Bürger auch schön. Ja, dieses Grün und... Dieses irgendwie so ein... Tannengrün und dieses... Mhm. Beige-Gelb. Zitronending. Pöttinger-Gelb. Was? Pöttinger-Gelb. Aber was ist Bühre ein Schweizer Traktor? Oder beziehungsweise gibt es Bühre überhaupt noch? Inzwischen nicht mehr, nein. Okay. Bühre ist sowas wie Eiche. Also ich glaube, der ist deutsch. Ich weiß es aber nicht. Da hast du jetzt eine gute Frage aufgestellt. Das müssen wir bis zur nächsten Folge beantworten, denn wir sind... Warte mal ganz kurz. Ja. Ich habe meine... warte, noch ganz kurz. Bührer. Ich weiß nicht, ob er da was bringt, wie schon Bührer sagst. Doch, da ist was kommen. Die Bührer Traktorenfabrik AG ist der Schweizer Firma im Sitz Hinwald. Nee, Hinwil. Also gibt das Unternehmen hat 1978 die Herstellung eigener Traktoren eingestellt. Oh. Oh, so nee. Früh schon? Und ist ja unser schon. Oh. Warte mal. Ist er dann schon 50 Jahre? Ja gut. Also wenn es ein modern, wenn er neuer ist, dann ja. Dann war er ein bisschen auf dem Bubbel drin, ne? Dann war er glaube ich schon. Also wenn das sich, wenn das so ausschaut, dann war Bührer auch so eine Traktormarke, die wo der Zeit voraus war. Ja, auf jeden Fall. So, ich mache jetzt den noch voll, weil jetzt bin ich fast voll, das will ich jetzt auch machen. Dass ich hier auch mal irgendwo fahren. Fahren wir fest? Hm? Mit was soll ich reinfahren zum Festfahren? Irgendwann mal Zwillingsbetreibung hat. Oder wo man Zwillingsbetreibung draufziehen kann, würde ich sagen. So, ja, mit der Werkstatt am Hof, Werkstatt. Boah, da fragst du mich wieder was. Kann sein, vielleicht da wo der Pickup drin steht, ich habe keine Ahnung. Wo? Oh, toll. Da wo der Pickup drin steht, hätte ich gedacht. Nee. Oh Gott. Eieieiei. Ich bin gut. Ich hole mal das Gewicht. Weil der kann halt fast im Stand wenden, ne? Der ist halt, ja. Das ist schon nicht schlecht, doch. So, Tempomat drin. Abladen. Schöner ist halt auch, ich habe das Gewicht jetzt gerade vorne angehängt, ne? Ich kann jetzt halt die Seitenlage. Sorry. Ich kann jetzt bestimmen, auf welcher Seite der mehr drücken soll. Das glaube ich nicht schlecht. Aber ja gut, wir haben es ja vorhin schon angekündigt, sind wir heute mit der Folge fertig. Wir dürfen uns natürlich immer fürs Zuschauen bedanken. Jetzt kommt natürlich der Spruch, den niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, kostet euch auch keinen Cent. Unten den roten Button, falls noch nicht getan, grau färben. Glock aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, das war von mir. Dann sehen wir uns schon bald demnächst zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.